Kann ich den Generator deaktivieren. Kann ich die Tür öffnen? Jetzt kann ich die Tür öffnen. Hornbuch. Wer hat sich denn hier... Egal. Ist hier so? Hier ist wirklich zu. Wartet das offen? Nein. Du hast nicht mal zu Ende gesprochen, dann warst du schon umgefallen. Also, komm. Aus dem Gebiet. Hier ist noch eine Truhe, da ist eine Truhe. Und ein Glitch. Ah. Und da ist noch ein Brief. Mal gucken, wer zuerst da ist. Ich hatte gehofft, dass ich den Brief zuerst kriege. Ach, falsche Informationen unterschrieben. Und jetzt kommt sie. Na her damit. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein.
Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Okay. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Okay. Das wird ja noch spannend hier. Spionenversteck abgeschlossen. Nun zum Stimmt, ich hab doch was. Da war doch der Brief. Ich will nur die Briefe haben. Okay, liebe Becky, ich vermisse dich so sehr. Hier an der Front ist so langweilig. Die einzige Freude, die ich habe, ist meine Erinnerung. Davon, damit es geht. Nein, zerstöre ich. So, jetzt sind es wieder unsere, ja. Und Zeppelin down. Schnellreisepunkt, du bist Schnellreisepunkt. Wundervoll. Und dann rüber zu dem Spionagehaus. Und da bin ich gespannt, wie es mit Churchill weitergeht. Nutzen Sie Wurfmesser, um aus einer Deckung heraus heimlich zu töten. Halten Sie rechte Maustaste zum Zielen und drücken Sie dann links, um zu werfen. Markieren Sie sich jetzt hier. Ich hätte den Todessprung hier mal gemacht. Ein Klitsch.
Ihr könnt euch mal boxen. Habe ich nichts gegen. Und hier hoch. 107 Meter noch. Es wird kein Bus. Oh, eine Kiste. Dokumente stellen. Ach, da sind wieder so viele böse. Aber es nervt nicht mehr. Mal gucken, was sie jetzt macht. Okay, die erwische ich nicht. Ach ja, oh ja, ich hab den. Da verpeilt. So. Da ist noch was zum Stehlen und da ist noch was zum Stehlen. Und da oben ist noch ein Scharfschützen. Das ist ein Scharfschützen. So wollte ich. Können.
Eindringling! Wir haben ein Problem. Hier will ich mal nur das Verbündete befreien. Ach, die Grünen da. Mausetot. Auf Nimmerwiedersehen. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Ein Zahnarzt. Und sie erzählt wieder. Das war alles. Aber das hatte ich nicht gesehen. Ich habe noch. Ich bin aus. Nee, ich bin nicht außerhalb. Fast außerhalb. Okay, ich gehe jetzt nochmal hier hin, mache noch einen Zeppelin-Überfall. Und guck dann mal, was ich oben bei Kollege Church noch machen kann. Wenn überhaupt. Drücken Sie T, um aus Deckung und Verstecken herauszupfeifen und Gegner so für einen Attentat aus der Deckung aufzulocken. Das Leben in Straßen Londons ist hart. Check. Wie ist der Versuch, da rechtzeitig aufzukommen? Und es hat geklappt. Da kommt Ärger auf uns zu!
Taste gedrückt. E statt Q. Naja. 2000 EXP erhalten Sie einen Fähigkeitspunkt. Okay, ich glaube, diese Zeppeline tauchen immer vorne und hinten auf, egal was ich tue. Egal, gehen wir zum bärtigen Mann da oben. Komm ich da auch zum bärtigen Mann da oben? Stimmt. Und wir können uns noch ein paar Schiffe angucken. Den Rückweg da drüben. Moin. Ihr seid jetzt nicht angepisst, weil ich euch einmal angerettet habe, ja? Ich darf hier sein. Denn ich bin die Königsbiene der Assassine. Es ist in Echtzeit 2,5 Uhr. Darf so blöd sein. Reden. Guten Tag. Miss Fry hat den Standort des finsteren Spionagekults entdeckt, der unsere Straßen heimsucht. Ihr kennt eure Befehle, Leute. Folgt ihr nach und lasst uns London von dieser Plage befreien. Genau. Ihr müsst es doch etwas geben, das ihr interessiert. Ja schon, aber du hast keine Karten oder irgendwas. Ich könnte Medizin noch brauchen und halluzinogene Bolzen. Und ich kann eigentlich alles auffüllen. Frieden. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ich will selbst. Sehen Sie sich doch an. Los, mitmachen. Ja. Folgen, hier, hallo. Kommt. Folgt der Frau, egal was sie tut, folgt der Frau. Nix. Ja, jetzt weiß ich auch warum, ich bin falsch gelaufen. Nein. Über die Schiffe hier rüber. Ja, ihr habt bestimmt Spaß mir zu folgen. Ah, bestimmt hätte ich irgendwo oben links gehen können auch. Aber hey, die sind ja gleich wieder da. Bei mir. Ja. Schön, die Panzer sind hier kaputt. Kann sich auf nichts mehr verlassen hier im Ersten Weltkrieg. Oh, eine Kiste. Ich sehe gerade, dass das Zentrum der Spionage, Leute, ganz dezent. Oh, doch nicht. Hier, oder was? Was suche ich eigentlich?
Eingangstür? Oh. Bin doch gezogen. Okay, hier. Fußstab. Und eine noch verschlossene Tür. Und wie tot ich bin. Meine Geliebte ruft mich. Du wirst mich nicht aufhalten können. Okay, der Trick war gut. Ihr könnt mich nicht von meiner Geliebten trennen. Hörst du bitte? Spiel doch mal mit und nicht gegen mich, Alter. Das ist mal ein Triple. Der Anführer ist tot, genau wie seine bizarren Jünger. War es das dann? Nun, wir haben immer noch Krieg. Dann haben wir ja beide Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gehen Sie in dem Wissen, dass Sie unserem Land gut gedient haben. Danke. Gerne, immer wieder. Maja, Unstock durch. Und Abschlussgespräch, oder? Also fürs Erste.
Der Mann, den Lydia Fry tötete, war mein Gatte Aita, wiedergeboren. In dieser Zeit bekannt als ein Weiser. Ich danke dir, dass du sein Schicksal aufgedeckt hast. Sein Muster wird dem meinen hinzugefügt. Okay. Vielleicht glaubst du, wie andere Assassinen vor dir, dass es deine Pflicht ist, mich zu bekämpfen. Aber bedenke dies. Es war ein Assassine, der mich aus meinem Kerker befreite. Okay. Ich bin nicht mehr länger die, die zum Warten verdammt ist. Ich bin die Mutter der Weisheit. Ich bin der Nexus aus Fleisch und Maschine. Ich bin Juno. Hallo Juno. Und wenn der größte Assassine deiner Generation sich meiner Sichtweise anschließt, dann kannst du das vielleicht auch. Welcher jetzt? Oh, das war anscheinend der Erste Weltkrieg.